Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Ich tue mal so, als ob ich wüsste, was ich hier tun will. Mich hat ja ein Tipp erreicht, das ist schon ein paar Folgen her, aber der hat mir tatsächlich extremst geholfen. Halt die Klappe. Ich habe mich immer gefragt, warum ich die ganzen Frauen natürlich nicht rumkriege. Das hat natürlich einen ganz klaren Grund. Ich muss mir auch andere Klamotten irgendwie mal besorgen, denn mein Sexappeal ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was man haben möchte. Muss man einfach so sagen, ne? Deswegen holen wir uns erstmal das Auto. Hat zwar schon eine Beule drin, aber gut. Oh nein, Hilfe, ein Officer! Und dann fahren wir mal zu Zed, Motherfucker, und da wir den Laden ja gekauft haben, schauen wir mal, was uns da erwartet für eine Mission. Ist doch schön. So. Air Rage. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl. Apart from my blood pressure and the imminent collapse of my hopes and dreams. Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you on? Whatever it is, you need to reduce the dosage. Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Who is this guy? Just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you put hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, that's a guy. I know. You knocked his bitch. No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now he wanna pop you? Oh. And they say gangbangers is petty and small-minded. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end. Okay. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity. All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. Na klar. Bogey's at 12 o'clock. Haben wir auch einfach so auf dem Dach stehen. Aber ich habe das vorher gar nicht gesehen, muss ich sagen, dass hier Dings verkauft wird. Figuren, beziehungsweise irgendwas von... Moment, wo jetzt? Hallo. Da. Ja, dann sag doch mal vorher was, Junge. Nicht erst, wenn sie schon da sind. Meine Fresse. Der verkauft die... ich weiß nicht, ob das Spielfigur oder ob das Spiele sein sollen von Vice City, beziehungsweise... Manhunt. Wusste ich gar nicht, dass Manhunt von Rockstar ist. Oh. Ja, genau. Oh nein. Zwei Konter. Ja, dann sag. Oh, Junge, weißt du? So, jetzt muss ich ja auch noch alles nachgucken, oder was? Sag doch mal Bescheid. Wozu stehst du hier mit auf dem Dach? Na gut, eigentlich sehe ich ja, wo die herkommen, aber trotzdem. So ein bisschen Hilfe. Weil hier ist irgendwie nichts. Oh, verdammt, hinter mir kommt eins. Gut, das konnte seine Fracht abwerfen. Das ist jetzt natürlich sehr schade. Aber ist jetzt Pech. So, hier kommt wieder so eine kleine Staffel. Boah, manchmal werfen die aber ganz schön früh ab, die Bömmchen, ne? Ja, ich muss es ja auch alleine machen. Ist ja voll schwer und so. Muss man ja auch mal sagen. Zack. Hallo, ich hab getroffen. Hallo? Ja, ich hab getroffen.
Wo werfen die denn manchmal ihre Bömmchen ab, ey? Ist ja unbelievable. So, das kommt eh über mir. Das kann ich jetzt, glaube ich, eh nicht mehr treffen. Doch. Ich kann schon. Ich kann schon. Ach so, okay, eine Minute noch. Da steht's auch, wie lange das hier geht. Das ist ja interessant. Kaputt. Moment, umdrehen. Alter, die werfen immer voll früh ab, die Scheißteile. Was soll das denn? Das finde ich nicht in Ordnung, Kinas. Das ist natürlich Controllersteuerung, ist jetzt optimal, muss ich sagen. Okay, den habe ich gerade nicht getroffen. Den auch nicht, das ist blöd. Dann machen wir das so. Kein Problem, kein Problem. Kaputt. Ja, naja. Gut. Habe ich zwar getroffen, aber hat irgendwie so. Hä? Also warum werfen denn manche die falsch ab? Komisch. Das Coole ist, es gibt ja auch die Rache, ne? Boah, Junge, weißt du, schnapp dir selber dein MG, mach den Scheiß alleine. Erstmal ohne Schepass. Oh, Alter, jetzt. Ja, ja, komm, halt die Backen, Junge, wir haben noch alles geschafft, alles gut. Berkeley! As long as we have opposable thumbs, we will fight you. Mhm. Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Nett, ey. Never have so few owed so many. Too little, three. No, that's not it. What is oh, it? Mann, ey. We will fight him on the beaches. Well, rooftops. Ja. Es ist ziemlich nett. Ach, Telefon. Okay, I'm on it. Okay, wir machen das jetzt mal. Komm. Warum ist hier ein Baum, der einfach auf dem Boden liegt? Ich weiß nicht. Hey, don't sweat it. So, weg. Piss dich. Keine Zeit, Junge. Schnauze. It's kidnapping, you know. Dann check da aus. Oh. Oh. Er ist sehr nett auf jeden Fall. Ich meine, wir retten hier voll den Arsch. Ja, und was macht er? Hm, ich geh bitte. War das hier? Ja, es war hier. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Auf jeden Fall, die Tür stresst mich. Warte mal. Natürlich geht die so nicht zu. So. So ist die Tür. Gut. Moment. Wo muss ich hin? Moment. Momentchen. Momentchen. Nein, das ist falsch. So. Momentchen. Nur erstmal gucken, wo muss ich denn hin? Ah, die sind hier. Das ist ein scheiß weiter Weg. Ich weiß ja nicht, wo die langfahren. Das ist das Problem. Wenn ich... Ach, das ist doch Käse, Käse, Käse. Okay. Einmal zack, zack, zack. Zack. Ja, Mann. Weg da! Ich will hier lang fahren, weil der Weg ein bisschen kürzer ist, glaube ich. Würde ich auf jeden Fall einfach mal so sagen und denken und meinen. Ja, geht doch. So fährt man nämlich so eine Kurven. Nicht erst blöd bremsen. Nee, nee, nee. MN, das ist ein geiles Nummernschild. Läuft. Oh, ich bin ein bisschen müde. Hab nicht viel geschlafen. Bin total K.O. ohne Scheiß, ey. Hab Anfang am Montag. Also für euch ist heute. Also vor einem, vor ein paar Tagen auf jeden Fall für euch, habe ich meinen Roller wieder angemeldet. War total super. Ich gehe immer zur Coburg, weil das relativ günstig ist. Und wir haben ja auch so eine kleine, also haben ja auch Ladengeschäfte, sage ich mal. Und ja, eigentlich sollte der Laden bis 18 Uhr aufhaben. Der sieht aber so aus, ob der schon seit mindestens, keine Ahnung, einem Jahr nicht mehr geöffnet war.
bin da extra hingelaufen. Das weiß ich, 20 Minuten, das geht ja noch. Ist okay. Und dann habe ich geguckt im Internet, okay, ja, jetzt Arschkarte, wo kann ich denn jetzt hin? Habe ich geguckt, das nächste war von da, wo ich dann war, eine Stunde weg, da musste ich da erstmal hinlatschen. Ey, ohne Witz, und durch diese tolle SEPA-Umstellung kann man dann natürlich zwar noch mit Karte bezahlen, aber nur mit Karte und PIN. Das Problem ist, ich hatte meine Karte dann nicht bei, ne? Also konnte ich ja auch den PIN nicht eingeben. Dann nur bin ich denn hier hingekommen. Okay, nächste da lang, alles klar. Ja, dann durfte ich nochmal nach Hause. Und durfte mir das alles nochmal holen. Beziehungsweise, nee, nach Hause musste ich ja gar nicht. Mich eine Freundin war dann da mit bei und die hat das dann ausgelegt. Aber ey, ganz ehrlich, da war ich den ganzen Tag nur wegen so einem scheiß Nummernschild unterwegs. Unglaublich. Und das war es noch nicht, dann konnte ich auch, ups, weil da sind keine normalen Schrauben an meinem Nummernschild dran, damit man die nicht so leicht klauen kann. Ich hatte jetzt aber das Werkzeug dafür nicht. Boah, ey, dann musste ich da auch noch mal rumrennen und unglaublich, echt unglaublich. Okay, ich fahr zurückwärts weiter. Und gestern hatte ich Abenteuer auf dem Reiterhof. Real Life Edition. Ich war gestern mit einem Kumpel und seiner Freundin auf dem Reiterhof, weil sie halt hat ein Pferd und reitet. Und bin ich seit, ich glaube, 5 Jahren das erste Mal wieder Fahrrad gefahren. Ey, ohne Scheiß. Das ist so mega. Oh, da sind sie. Ja, bam. Das ist so mega anstrengend, das ist echt. Ist ja hier umsonst. Das ist so wirklich mega anstrengend. Mir tun die Beine weh, mir tut der Arsch weh. Ey, das ist so krass, mir tut der Rücken weh. Mir tut irgendwann alles weh. Das ist so schlimm, da musste ich heute Morgen auch noch früh aufstehen oder relativ früh. Hallo, warum hauen die ab? Alles geht drunter und drüber, sag ich euch. Ich ramme euch, bam! Man sieht diese komischen Kisten gar nicht, das ist voll doof. Hallo Polizei, ich werde beschossen. What the fuck? Lol, der ist tot. Ne, der ist nicht tot. Hallo. Lol. Was soll denn das für Pischer? Warte mal. Warte mal, was? Get out of my way. Ich brauch. Warte, Schlampe. Die hauen ab, warte. Junge, ich brauch dein Bike. Ich muss jemanden verfolgen. Ich muss dann unbedingt auch darauf achten, dass ich mal irgendwie speichern fahre. Weil nicht, dass mir das dann wieder fehlt, wie letzte Mal. Deswegen mache ich das eigentlich jetzt auch. Hallo? Da fährt er wieder rauf. Der will mich verarschen, der Junge. Miau, 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 miau. Miep, miep. Tutut. Denn sonst fehlt mir das Geld ja wieder und das wäre ja total schlecht. So. Oh nein, verdammt. Ho, aua. Noch eine LKW, ist ja doof. Warte, ich brauche ein Auto. Okay, du kommst mir genau recht. Nein, Alter, jetzt steigt doch nicht auf. Nein! Moment. Ich will doch das LKW, den LKW natürlich. So. Bitch. Boah, jetzt komm schon. Das dauert jetzt ein bisschen länger, weil der fährt langsam, aber wenn ich die einhole, du. Boah. Dann können die sich aber mal warm anziehen. Lol. Hm. Ich dachte, ich kann hier auch rausschießen. Die Frage ist, hole ich die überhaupt jemals wieder ein? Hm. Die sind ja doch so 2-3 km/h schneller als ich.
Aber wie fährt der denn hier? Ist der besoffen? Hallo? Mann, ja. Fällt einem aber auch nichts mehr zu ein. Wo sind die? Alter, der ist echt crazy motherfucker. Ah, guck mal, ich bin wieder hinter denen. Zumal ich muss sowieso speichern, weil mein Leben, naja, sah auch schon mal besser aus, ne? Dann muss ich mal gucken, dass ich mir in San Fierro ein paar neue Klamotten besorge, denn das brauche ich ja für die Ladies. Hallo? Alter, verpiss dich! Geh weg, geh wieder auf deine Spur, du Arsch! Ist ja unglaublich, ey. Fährt auch wie so ein Besoffener gerade. Moment. Geholt. Yeah! $1,800 habe ich ihm gestohlen und jetzt kann ich nach Hause fahren. Ich komme nicht hoch, verdammt. Okay, man kann es halt Montag, Samstag, Sonntag, also nee, außer natürlich die Tage. Vor allem Montag, Samstag, Sonntag. Wie kommt man auf diese Reihenfolge? Das frage ich mich jetzt. Naja. Ach, guck mal, ich brauche nur drehen und dann bin ich schon wieder am Stissel. Chinatown, bitch. Juniper Hill oder wir gehen nach Downtown. Aber hier ist auch noch was. Hashbury. Wir fahren mal nach Hashbury. Hashtag. Ich hole mir mal ein paar neue Klamotten. Und mal schauen, ob wir dann irgendeine Olle rumkriegen können. Muss ja mal irgendwann, ne? Muss es ja doch mal soweit sein. Jetzt hätte ich da unten speichern können, aber gut, komm. Ich hoffe, dass jetzt nichts passiert. Wäre sonst ziemlich ärgerlich. Ansonsten gibt es gar nichts zu erzählen, ey. Ist echt voll langweilig und so. Er liebt auch nicht sehr viel im Moment. Also das waren so schon die Highlights meiner Wochen. Wochentagen, Monaten, Zeit und so. Jetzt, wo ich aufnehme, habe ich 330 Abonnenten. Das freut mich. Freut mich voll. Also immer wenn ich einen Abonnent dazu bekomme, dann freue ich mich. Man muss immer so, ja, lachen nicht, aber schmunzeln, weil mich das echt überfreut. Aber ich bin auch mal traurig, wenn mich einer deabonniert. Da bin ich immer traurig. Nein, aber freut mich echt riesig immer, wenn ich sehe, ein Abo mehr, noch ein Abo mehr. Finde ich cool. Das finde ich echt nice. Halt die Fresse, ich bin besoffen, Junge. Es ist ja, am 31. sollte ja angeblich GTA 5 für PC kommen, war ja klar, dass das nicht so sein wird. Der neue Termin ist der 31.05. Ob der stimmt, ja, weiß man ja jetzt auch nicht, ne? Da muss man nämlich mal gucken. Könnte aber sein, es gibt ja ein bisschen spieletechnisch jetzt ein Sommerloch. Im Sommer, versteht sich. Und ja, vielleicht sagt sich Rockstar, komm, wir hauen es genau dann für den PC raus. Also es wäre auf jeden Fall natürlich eine Maßnahme, dass überhaupt irgendwas da ist. Ich meine, was kommt denn groß im Sommer? Watch Dogs kommt Ende Mai. Ende Mai würde dann natürlich auch passen irgendwo. Aber wie gesagt, ja, Ende Mai kommt Watch Dogs und ich sag mal, vermutlich, eventuell,